Das Grundgesetz hier schützt unsere Demokratie. Was heißt das eigentlich? Demokratie heißt, dass ich frei wählen kann, dass ich meine Meinung sagen darf und dass ich weiß, hier wird meine menschliche Würde geschützt. Denn jeder hat das Recht, frei und selbstbestimmt zu leben, gleich welches Geschlecht ich habe, welcher Religion ich angehöre oder aber eben, woher ich eigentlich komme. Vor diesem Gesetz sind alle Menschen gleich. Das ist Demokratie. Da haben wir uns aufgemacht, uns selber zu vernetzen und demokratiefördernde Aktionen mit dem Gemeinwesen zu verknüpfen, vor allen Dingen auch mit der Vereinsarbeit, und sind zur Initiative, zum Bundesprojekt Demokratie Leben gekommen. Demokratie braucht Miteinander, sie braucht Akteure und Akteurinnen, die miteinander gut handeln auf einer sehr vertrauensvollen Basis, auf einer sehr breiten Basis, und sie braucht die Vernetzung. Ja, die Studie hat jetzt gezeigt, dass wir im Landkreis Rostock und auch in der Hansestadt Rostock rechtsextreme Strukturen haben. Auf die Gefahren wird in dieser Studie entsprechend hingewiesen und sie auch konkret benannt in Teilen. Und unsere Aufgabe ist es jetzt endlich, darüber auch zu informieren, damit wir alle wissen, wie wir mit gewissen und in gewissen Situationen umgehen müssen, dass wir weiter aufklären müssen. Wir haben uns im Rahmen der Zusammenarbeit eine echte Vertrauensbasis geschaffen, die es uns hilft, auf kurzem Draht auch aktuelle Fragen und Probleme zu erörtern. Und ich glaube, daran ist die Zusammenarbeit des Landkreises der Hansestadt und mit dem Beteiligtenamt unheimlich gewachsen. In einer Demokratie sollte immer Platz für alle sein. Deshalb bitte mischen Sie sich ein, nehmen Sie teil, schauen Sie auf Vereine, auf Gewerkschaften, auf politische Parteien, auf Bündnisse. Überall kann man seine Stimme erheben, überall kann man mitmachen. Demokratie braucht Sie und braucht Ihr Engagement.